Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shopping Guide. Lang ist her, war aber eben auch keine Transferperiode. Die geht jetzt wieder los. Im Januar haben die Vereine Zeit, sich besser aufzustellen als im Sommer vielleicht, nochmal nachzurüsten, wenn man denkt, ey, der Kader, den wir jetzt gerade zusammen haben, der passt so nicht ganz zu unseren Saisonzielen. Und die Mannschaft, über die wir heute sprechen, die hat ein ziemlich großes Saisonziel. Erstmal muss ich sagen, herzlich willkommen, Nico Heimer. Shopping Guide Debüt für dich. Jetzt, yes, so ist es, bin aufgeregt, muss ich ja, wirklich sagen. Für dich Shopping Guide Debüt, für mich Shopping Guide Moderationsdebüt, für uns beide, also ein aufregender Tag. Ja. Wir sprechen hier über einen Verein, der eine große Mission hat. Und die Mission lautet Klassenerhalt in der Bundesliga. Das ist ambitioniert, denn Schalke 04, der Verein, um den es heute geht, steht mit 9 Punkten am Tabellenende und hat nicht so wahnsinnig viel Geld. Nee. Und shoppen ohne Geld endet meistens in Diebstahl. An dieser Stelle haben wir nichts dagegen. Wer was klauen muss, soll was klauen. Mir doch egal. Ich hab mal ganz im Ernst. Wenn du im Supermarkt siehst, dass jemand Essen klaut, dann meldest du das doch nicht. Nein, bin ich bescheuert. Maul halten, Alter. Wir snitchen doch nicht. Also, dass irgendeine große Kette eine Avocado verliert, das geht mich doch nichts an. Wirklich. Also, wirklich deswegen da in solchen Fällen immer Maul halten. So ist das. Das strafrechtlich relevant egal, war, was komm, wir jetzt gerade gemacht haben. Egal, ist doch jetzt egal. Shopping Guide Schalke 04. Ja. Das Gute ist, der Trainer hat relativ klar gesagt, was die sich so wünschen würden, was Schalke mutmaßlich braucht. Ein schneller Mann für die Außen, ein neuer Innenverteidiger und wenn es blendend läuft, vielleicht noch ein neuer Mann für die 6. Fand ich ein bisschen überraschend übrigens, das Aufgabenprofil. Also, dass sie einen neuen Innenverteidiger haben wollen, geschenkt. Ja. Dass ein schneller Flügelspieler herkommen soll, gerade wenn man auch Reis ein bisschen beobachtet bei Bochum, geschenkt. Dass es unbedingt ein neuer Sechser noch sein soll, das wäre nicht das Erste gewesen, was mir einfällt. Ich finde auch mit den Jungs, die man da hat, und wenn sie fit sind, auch dort spielen lassen kann, sehe ich auch nicht zwingend den Bedarf, warum dort etwas passieren müsste. Aber Spieler haben es besser als keine haben. So ist es, so ist es. Du hast auf jeden Fall auch in dem Bereich vorgesorgt, hast jemanden mitgebracht. Ja. Allgemein ein bisschen mehr Transfers getätigt wie ich. Als ich. Darüber werde ich dann gleich noch reden. Am Ende sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Ich habe mehr Vorschläge auch noch dabei. Okay. Ob dann nicht trotzdem nach Herr Polter steht, das sehen wir dann. Ich bin gespannt. Ja. Es läuft wieder mal so ab, wir stellen hier nacheinander unsere Spieler vor. Derjenige, der ihn vorstellt, hält so einen kleinen Case dafür, warum er glaubt, dass das ein guter Mann für Schalke 04 wäre in dem Fall. Und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Dann gehen wir das Ding mal durch und gucken, welche 11 hier am Ende jeweils auf dem Platz steht. Und ihr könnt in den Kommentaren sagen, was ihr von den Transfers haltet, welche ihr vielleicht besser findet und ob ihr Gegenvorschläge habt. Jetzt ist die Frage, wie fangen wir an? Ja, das ist eine gute Frage und du kannst es mir gerne sagen. Also ich würde sagen, es ist relativ logisch, dass wir in der Innenverteidigung anfangen. Genau, von hinten nach vorne aufbauen. Die Frage ist, ob du anfangen solltest, weil du mehr Transfer hast. Ja, kann ich. Ich fange gerne an. Also es geht natürlich darum, dass ein zweiter Innenverteidiger her soll. Ich sage ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, ich würde zwei Innenverteidiger holen. Ich bin nicht so Yoshida-Fan wie andere. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen halben Kader austauschen, das ist ein anderes Thema. Aber ich meine, hier geht das Licht auf 100. Das ist ein Zeichen. Bei Schalke 04 geht's Licht an, Freunde. Macht euch keine Sorgen, der Steiger kommt. Also, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Yoshida-Fan wie andere. Der Mann ist aber gesetzt, wäre es nicht. Den Namen habe ich schon mal hier an anderer Stelle erwähnt. Jemand, den ich da super gern sehen würde, wäre Naokoma. Kommt aus der Barca-Jugend, ist bei Basel unter Vertrag, aber erst im Sommer hingewechselt. Wird nicht erschwinglich sein und wird, glaube ich, auch wenn alles nach Linie läuft, relativ schnell in der Hausnummer zu groß sein. Yoshida ist also gesetzt. Ich habe ein bisschen überlegt, was ist das Anforderungsprofil neben Yoshida? Malik Chor war ja so ein Spieler, der durch seine Athletik gut daneben gepasst hat, denn es ist ganz klar, Yoshida hat große Geschwindigkeitsnachteile und es ist schon eine scheiß Ausgangssituation, wenn du sagst, oh, ich brauche für meinen zweiten Innenverteidiger einen schnellen, wenn mein erster so langsam ist, weil es ist, so funktioniert es ja nicht eigentlich, ne? Ja, ja. Aber es braucht definitiv jemanden, der das Tempo mitbringt, der Athletik mitbringt generell. Eine körperliche Präsenz da hinten drin, mit Geschwindigkeit, Größe und einer gewissen Physis. Yoshida hat auch eine gewisse Physis, aber ist halt häufig zu langsam dafür da. Ich habe außerdem mir halt überlegt, gut, was wollen wir bei Schalke 04? Klar, wir wollen Klassenerhalt, wir müssen aber auch irgendwie wieder anfangen, Werte zu schaffen. Bei Schalke 04 muss irgendwas passieren, denn wenn du auf die Namen guckst, die hier stehen, da ist wenig dabei, was Fantasie weckt für einen potenziellen Verkauf mit viel Gewinn. Nee, weil es entweder nicht das geeignete Material ist oder einem selber nicht gehört. Genau. Und deshalb kommt mein Spieler, spielt in Dänemark. Mhm. Bei Nordsjælland. Ist 20 Jahre alt, spielt seine zweite Saison Stamm. Diese Saison unumstritten. Ist auf dem Weg dazu, der Innenverteidigungspartner von Edmond Tapsoba zu werden bei Burkina Faso. Und hört auf den Namen Adamo Nagalo.
Wie gesagt, der Marktwert wird aktuell geschätzt bei Transfermarkt auf 1 Million. Die Vertragssituation ist so nicht 100% klar. Wahrscheinlich hat er aber noch 2,5 Jahre. Es geht nämlich darum, dass die eine Option haben, den zu ziehen, zu verlängern um ein Jahr. Und man weiß nicht, ob sie die schon gezogen haben. Die Entwicklung deutet aber stark darauf hin, dass sie es tun würden. Trotzdem geht man wohl von der Ablöse ungefähr um den Marktwert aus, 1,5 Millionen Euro. Ich habe mir ein bisschen was über ihn aufgeschrieben. Also, wie gesagt, athletisch, stark in der Luft, schnell im Antritt, technisch sehr ordentlich. Für sein Alter ziemlich clever. Sein größtes Problem aktuell ist, dass er in der dänischen Liga dazu neigt, ich will es mal nennen, progressiv zu verteidigen. Ja. Weil er weiß, dass er mit seiner Geschwindigkeit viel wettmachen kann, reagiert er manchmal ein bisschen sehr schnell. Ist ein bisschen zu früh unterwegs. Also dieses Rausrücken gerne mal aus der Kette in dem Wissen, ich komme normalerweise schnell genug zurück. Ich laufe das schon wieder zu. Ist wirklich ein Thema, wo man in der Bundesliga aufpassen muss. 60% Zweikampfquote, sehr, sehr guter Passspieler, über 90% seiner Kurzpässe und aufpassen, über 50% der langen Bälle bei 6 Versuchen im Schnitt. Mhm. Das ist schon absolut in Ordnung. Lange Bälle werden eine Rolle spielen wahrscheinlich. Die werden eine Rolle spielen, da kann man davon ausgehen, dass sie eine Rolle spielen. Ja. Von daher ist Adam Onagalo eine gute Kombination. Wenn man sein Scouting sich anschaut, dann könnte man denken, das ist natürlich wie immer, wenn man sich Clips anschaut. Das ist geschnitten Brot, das ist the next big thing. Die Wahrheit wird wie immer so ein bisschen in der Mitte liegen. Aber ich mag diese Kombination, die er mitbringt aus Passspiel, Passfähigkeit, Athletik, einer sehr guten Zweikampfquote und eben Mut. Der Mann hat wirklich Mut. Das siehst du ihm an in allen Situationen. Das kann bei einem Innenverteidiger immer dazu führen, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, dass er Fehler macht, zu weit rausgeht, zu aggressiv ist. Aber ich finde, genau so jemand kann Schalke 04 im Defensivverbund auf jeden Fall nicht schaden. Und mein erster Mann ist Adam Onagalo, der laut dänischen Quellen für unter 2 Millionen Euro zu haben ist. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin im grundsätzlichen Tenor auch komplett bei dir, was das Thema Werte schaffen angeht. Ich weiß nur nicht, ob du Werte schaffen in dieser Rückrunde in Einklang bringen kannst mit dem sportlichen Akutziel Klassenerhalt. Und ich priorisiere in meinem Fall einfach irgendwie in dieser Liga bleiben, diesen Wert schaffen, Bundesliga-Fußball zu garantieren für die nächste Saison und dann gucken. Und deswegen ist der erste Mann, den ich mitgebracht habe, auch eher ein Typ Soforthilfe, wo ich glaube, dass man auch mit einer Laie was regeln könnte. Das heißt, es schlägt auch nicht sofort finanziell ins Konto rein. Beide Spieler, die ich mit habe, sind Leute, die erstmal wahrscheinlich über eine Laie kommen würden, gehe ich persönlich von aus. Und der erste Mann, der bei mir dabei ist, ist ein alter Bekannter. Er hat einen prominenten Bruder, der, glaube ich, gleichzeitig jünger ist, aber auch ein bisschen begabter. Ich weiß jetzt schon mehr. Kevin Schlotterbeck. Der ist, ich glaube, 25 Jahre alt. Innenverteidiger aktuell beim SC Freiburg noch unter Vertrag. Ist der Bruder von Nico Schlotterbeck, hat in der Hinrunde mehr oder weniger keine Einsatzzeiten bekommen beim SC Freiburg oder zumindest nicht in einem Rahmen, die für ihn zufriedenstellend wären und hat das auch klar kommuniziert, hat seinen klaren Wechselwunsch kommuniziert für die Rückrunde und das Gute ist, der Verein in Person von Christian Streich hat auch schon gesagt, dass man bereit ist, dem Spieler entgegenzukommen und ihm diesen Wunsch, wenn die Parameter passen, zu ermöglichen. Ich glaube, Streich hat gesagt, er hat wenig gespielt, das kann man verstehen und wenn wir da eine gute Lösung finden, dann machen wir das. Es wäre sinnvoll, damit er mehr Spielzeit kriegt. Mhm. Also die Tür für einen Wechsel ist auf jeden Fall offen. Bei Union hat er ja letzte Saison hin und wieder zumindest gespielt, ne? Also war er nicht ganz außen vor. War nicht ganz außen vor, nee. Also insgesamt 70 Bundesligaspiele gemacht. Für Union und Freiburg. Ach, schon ganz schön viel. Ja, 52 davon in der Startelf gestanden. Ist ein Linksfuß, ist ja auch nicht schlecht. Hat man gerne als linker Innenverteidiger mit einem Linksfuß aufbauen zu können. 1,89 groß. Der Grund dafür, glaube ich, warum er bei Freiburg in der Form keine Rolle mehr so spielt, ist, weil Freiburg gewachsen ist, aber er nicht mitwachsen konnte. Ja. Denn für das, was Freiburg vor 2 Jahren noch war, war das noch in Ordnung, gut genug. Aber Freiburg hat so Quantensprünge gemacht, auch in den Ansprüchen, die ihm gestellt werden an die eigenen Spieler, dass Kevin Schlotterbeck, weil er im Gegensatz zu seinem Bruder eben nicht die Qualitäten im Aufbauspiel hat, das Level einfach nicht mehr mitgehen kann. Man muss auch fairerweise sagen, es ist keine Schande, sich nicht durchsetzen zu können gegen Philipp Lienert und Matthias Ginter, respektive im Vorjahr seinem Bruder, weil das sind einfach qualitativ herausragend gute Innenverteidiger im Liga-Vergleich. Da kann man gerne schon mal dahinter fallen. Ich finde Schlotterderby aber, haben wir dann. Wir haben das Schlotterderby. Ja. Das fand ich auch, das ist ein schöner Gedanke, dass im Revierderby die beiden Schlotterbeck-Brüder aufeinander treffen würden. Finde ich gut.
Dass er nicht so gut ist im Aufbauspiel, das halte ich für nicht so wichtig, denn ich glaube, dass es bei Schalke nicht oberste Priorität sein wird unter Thomas Reis und auch in der Rückrunde, dass die Innenverteidiger hinten heraus begnadete Aufbauspieler sind. Da gibt es, glaube ich, andere Leute für und auch andere Ansätze, für die verfolgt werden. Er ist defensiv kompetent und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ich habe mal in seine letzte Saison geschaut, in der er ordentlich gespielt hat. Das war die Saison 2021. Da hat er für den SC Freiburg 24 Spiele gemacht, 18 davon in der Startelf in der Bundesliga und war bei allen Spielern der Bundesliga, nicht nur positionsbezogen, Platz 10 bei geblockten Schüssen pro 90 Minuten, Platz 14 bei Anteil der gewonnenen Kopfballduelle im eigenen Strafraum und Platz 10 bei Interceptions pro 90 Minuten. Also absolut solide bis sehr ordentliche Defensivstatistiken ausgewiesen. Und genau das, glaube ich, wird bei Schalke wichtig sein, dass da jemand reinrutscht, der defensiv zuverlässig ist, der seinen Job gut macht. Ich glaube auch nicht, dass er der Allerschnellste ist. Schneller als Yoshida, ja. Aber ich weiß auch nicht, je nachdem, wie tief Schalke steht und wie die spielen werden, wie oft diese Innenverteidigung oder die Abwehrreihe generell, sag ich mal, mit viel Raum hinter sich im Rücken gefangen wird. Und wahrscheinlich nicht so häufig. Wahrscheinlich nicht so häufig. Oder wahrscheinlich dann doch zu häufig, aber passieren wird es. Es wird passieren. Es wird 100% passieren. Ich glaube aber, man wird so ein bisschen auch mannschaftstaktisch in eine Richtung arbeiten, dass man das versucht, so gut wie möglich zu vermeiden. Und ja, ein Verein, der jetzt schon mit ihm in Verbindung gebracht wurde, war der VfL Bochum. Und ich glaube, wenn Bochum ein Kandidat ist, muss Schalke selbstbewusst genug sein, um sagen zu können, dann sind wir aber auch Kandidat. Mhm. Und ich finde, Kevin Schlotterbeck wäre für Schalke im Rahmen der prekären Möglichkeiten kein schlechter Transfer für die Rückrunde. Laie mit Kaufoption bei Klassenerhalt vielleicht, dann könnte man auch langfristig was draus machen. Und Schalke-Fans, in der Sekunde, wo der ein gutes Spiel macht, sehe ich die Tweets vor mir, wir haben den besseren Schlotterbeck und sowas. Ja. Und da, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das macht ja auch Spaß. Auf jeden Fall. Das macht ja auch Spaß. Kann ich absolut mitleben. Ja, finde ich gut. Kevin Schlotterbeck also bei dir als erster Vorschlag für die Innenverteidigung, wahrscheinlich auf Leihbasis. Wir sind angekommen im Zentrum und wir sehen ja, dass ich 4-2-3-1 ist Thomas Reis Fußball, 4-3-3, es geht ja fließend ineinander über. Bei mir sieht man jetzt schon, dass Alex Kral, nicht Axel, wie verkehrterweise einer von uns. Das ist ja schöner. Ich finde es besser. Also, ich finde es safe besser. Ist eine Gewohnheitssache wegen Axel Prahl, aber Axel Kral finde ich besser, ja. Ich habe ihn hier auf der offensiveren Position stehen. Und wir wissen alle, dass, also ich meine, Kral macht gerne Läufe, das macht gerne tiefe Läufe und von den drei Namen, die da jetzt gleich stehen werden, ist das dann auch derjenige, der am besten passt. Erinnert mich von der Funktion so ein bisschen an das, was Christoph Kramer schon unter Farke machen durfte, in dieser vorgezogenen Rolle. So ein Pendelspieler, halt der aber dann, ja, genau das soll es sein. Aber die Frage ist natürlich, wer kommt hier hin? Es gibt einen Namen, der spielt in Deutschland in der zweiten Bundesliga, der wäre perfekt dafür. Wirklich absolut der Traumspieler, jemand, der auch, wenn es sein müsste, in der Innenverteidigung aushelfen kann, der im Mittelfeld eigentlich alles spielen kann, aber der Mann ist Kapitän bei Paderborn und hört auf den Namen Ron Schallenberg und wird im Zweifel zu einem anderen Verein gehen im Sommer, der andere Ambitionen hat als Schalke 04, das glaube ich wirklich. Ich liebe Ron Schallenberg, ich finde es einen richtig geilen Spieler. Ich habe also ein bisschen überlegt, was gibt's für einen Spieler, was will ich für einen Spielertyp haben? Wir haben Tom Kraus, wir wissen alle ganz genau, was Tom Kraus ist. Ich will neben Tom Kraus jemanden haben, der ein bisschen mehr Erfahrung hat als er, der kommuniziert, der dafür sorgt, dass dieser Bereich hier ordentlich zusammenarbeitet und so dicht bleibt, wie es eben sein kann. Denn theoretisch, was wir hier gleich sehen werden, sind drei Spieler, die defensive Kompaktheit mit sich bringen können. Er spielt auch in Deutschland, er spielt in der zweiten Bundesliga. Er hat letzte Saison Bundesliga gespielt und ich habe mich sehr gewundert, dass er diese Saison nicht dort spielt. Und der Name ist Sebastian Vassiliadis. Der Bielefeldmann. Vassiliadis ist Stammspieler bei Bielefeld, aber nicht mehr ganz so unumstritten wie in der letzten Saison. Was ist denn heute also mit lichttechnisch ist es hier immer, wenn ich was sage, jetzt wird es entweder hell oder dunkel. Nagalo ja, Vassiliadis nein, sagt uns das Licht. Typ ist relativ, Vassiliadis, wer in Spielen gesehen hat, wir haben ihn 2 Jahre gesehen in der Bundesliga, er hat Erfahrung im Abstiegskampf. Er ist skrupellos gegen den Ball. Es ist ein Abräumer. Er ist jemand, der viel redet. Jemand, der sich nicht übernimmt im eigenen Passspiel. Wie alt ist er mittlerweile? 25. Weil er war ja schon, der war ja mal bei Gladbach im Gespräch und sowas. Der galt ja mal als sehr, sehr talentierter Mittelfeldspieler. Der Marktwert ist auf dem All-Time-Low gerade. Wie gesagt, er hat nicht die beste Hinrunde gespielt bei Bielefeld. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass damit auch zu tun hatte, dass er ganz gerne eigentlich Bundesliga gespielt hätte. Das weiß ich aber nicht. Experte im Abfangen von Bällen. Wie gesagt, eine Sache, die mir wirklich wichtig ist, ist, dass es jemand ist, der hat dieses Ding schon hinter sich, Abstiegskampf, hat es auch schon erfolgreich gemacht. Und jemand, der mit seinen Leuten um sich herum redet und jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt als ein Tom Kraus in der Bundesliga. Es ist auch nicht unglaublich viel, aber machen wir uns nichts vor. Ja? Schalke 04 ist nicht in der Situation, wo man einen Veteranen sich holt, der da einfach Plug and Play reingeht. Ein anderer Name sonst,
der aber einfach nicht finanzierbar sein wäre, wäre Gia Bugi gewesen, der mir eingefallen ist. Vom Profil her super interessant. Und perfekt vom Profil. Aber machen wir uns nichts vor, oder? Ich wäre sehr überrascht, wenn Gia Bugi in der Rückrunde in einem Schalke-Trikot aufläuft. Ja. Vassiliadis, noch ein, zwei Sätze zu ihm. Diese Saison sehr ordentliche Passquoten. Das ist nicht sein Steckenpferd. Er ist einer, der gegen den Ball arbeitet. Und das ist halt dann im Zentrum bei mir relativ viel so. Wir wissen aber auch, wie der Aufbau von Thomas Reus läuft. Und das geht eher schnell und eher über die Außen. Generell gerne über eine Außenseite. Und dabei ist es wichtig, dass das Zentrum gut und massiv steht. Was bei Vassiliadis schön ist, ist, wenn man sich seine Zweikämpfe anschaut. Ich habe ein bisschen Scouting betrieben natürlich für ihn. Und es ist genau das, was ich letzte Saison schon im Podcast gesagt habe. Es ist so geil mit ihm, weil das ist nicht so. Der ist so ein bisschen wie Sebastian Rode. Sehr aggressiv, aber eigentlich nicht der, der die ganze Zeit an der Grenze zur gelben Karte spielt, sondern einfach jemand, der übertrieben nervig ist. Der, wenn du, da sagen wir an der Mittellinie, cuttest du in Richtung vom gegnerischen Tor, du erwartest den gegnerischen Sechser ja auf dieser Seite vom Feld, ja. Und er kommt dann von hier und nervt dich und geht, so ein Typ ist. Egal, wo du dich hindrehst. Er ist auch immer auf der Seite, wo du nicht so unbedingt hin wolltest, aber er ist immer da. Ich glaube, dass die Tür offen ist, ein bisschen im Winter. Denn ich glaube, bei Bielefeld ist man auch an dem Punkt angekommen, wo man sagen muss, gut, irgendwas müssen auch wir tun. Ja. Dafür muss Geld reinkommen. Viel Geld wird es nicht sein. Vassiliadis hat in meinen Augen Bundesliga-Niveau und wäre mein Kandidat fürs Zentrum bei Schalke 04. Finde ich eine spannende Wahl. Also ich finde, der hat in Bielefeld in Phasen auf jeden Fall guten Kram abgeliefert. Vor allem gegen den Ball. Gegen den Ball gut abgeliefert. Und ich habe eben in Erinnerung, dass er wirklich mal ein Spieler war, dem man zugetraut hat, für ein bisschen mehr bestimmt zu sein. Vor allem, wer weiß, ob du dann nicht dann eben Dinge rauskitzeln kannst, von denen man schon dachte, sie sind nicht mehr da. Deswegen Potenzial sehe ich da drin auch. Wenn man bei Transfermarkt die Gerüchte-Historie durchgeht, da tauchen Vereine auf, da müsste Schalke 04 wirklich das aktuelle Schalke sehr dankbar sein, so, wenn man gemessen daran den Spieler zu bekommen. Ich habe jetzt nur noch einen Neuzugang parat für die rechte Außenseite. Weißt du was? Lass mich kurz meinen vorstellen, denn der ist relativ unspektakulär. Okay. Denn ich habe es mir einfach gemacht und oder sag einfach nein, dann mache ich das jetzt nicht. Mach das ruhig. Okay. Ich hab's mir einfach gemacht und bin mit dem Gerücht gegangen, was super heiß ist bei Schalke 04. Tim Skarke von Union Berlin. Ich will zwei Sätze zu ihm sagen. In meinen Augen ein super guter Fit, brutal schnell. Über 35 km/h Spitzengeschwindigkeit in der zweiten Liga, letztes Jahr ablösefrei aus Darmstadt zu Union Berlin gegangen. Letzte Saison 19 Einsätze, 5 Tore. Die Saison davor 30 Spiele, 5-5. Ganz kurz, deutsche Gerrit Holtmann, das könnte, das, was Gerrit Holtmann bei Bochum war, könnte Skarke bei Schalke für Thomas Reis sein. Und deshalb wenig spektakulär, wenig kreativ, Skarke. Ich finde es interessant, weil so den Namen, den du noch mit hast, oder generell die Namen, die du mitgemacht hast, wir gamblen auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Ich gamble darauf, dass Spieler, von denen wir wissen, bei dem zweiten wird es auch gelten, dass das Niveau mal da war, definitiv, wiedergefunden wird und wieder zurückkehrt. Und du gammelst darauf, dass Spieler, man glaubt, dass das Niveau da sein könnte, dann auch tatsächlich abgerufen wird. Bei Vassiliadis war es auf jeden Fall auch schon da, bei den anderen beiden 100%. Ja, definitiv. Mein Mann ist jemand, der aus dem Ausland kommen würde, von Sporting Lissabon. Das klingt erstmal fast eine Nummer zu groß. Ja. Jovan Cabral. Aha. Muss ich ihn jetzt kennen? Muss man nicht kennen unbedingt, Der hat in der vergangenen Saison in der Rückrunde noch auf Leihbasis für Lazio gespielt. Mhm. Und in diesem Sommer war das ein Spieler, der ein Kandidat war für einen Wechsel zu Beşiktaş. Der Wechsel hätte stattfinden sollen bei einer Transfersumme von 3,5 Millionen Euro plus Boni, hat sich aber zerschlagen und in der Folge hat Cabral seinen Vertrag bis 2025 verlängert bei Sporting. Ja. Das Ding ist aber, der steht gerade auch aufgrund von Verletzungen, aber nicht hauptsächlich, bei Sporting bei 53 Einsatzminuten in der gesamten Saison. Ich sehe es, ja. Hat de facto bisher fast gar nicht gespielt. Ja. 12 Minuten in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ist aber eigentlich seit Mitte Oktober wieder fit, aber spielt einfach de facto keine Rolle. Ja. Wie gesagt, er war an Lazio verliehen in der Rückrunde der Saison 21-22 mit einer Kaufoption damals von 8 Millionen Euro. Gehalt, was bei ihm kolportiert worden ist, war damals 1,5 Millionen Euro. Jetzt glaube ich, dass er im Zug seiner Vertragsverlängerung in einer eigentlich für ihn ungünstigen Situation
nicht mehr Geld verdient als vorher. Ich gehe also davon aus, dass es tendenziell etwas weniger ist als die 1,5 Millionen Euro. Und wenn man bedenkt, dass die Kaufoption oder die Ablösesumme, die bei Beşiktaş so im Raum stand, 3,5 Millionen plus Boni waren und das vor einer Hinrunde war mit 53 Minuten Einsatzzeit, glaube ich auch, dass da Spielraum wäre, dass Schalke eventuell was ausverhandeln könnte, eine Kaufoption bei Klassenerhalt, die so in dem Korridor 3 bis 4 Millionen Euro sich bewegen würde. Was ist so das Profil, von dem wir reden bei Cabral? Ich würde fast sagen, so ein bisschen Adama Traoré light. Okay. Er ist schnell, ja. Vor allem Antrittsstart, ultra explosiv im Antritt, 1,76 groß, ein richtig kompaktes Muskelpaket mit einem relativ niedrigen Körperschwerpunkt. Ist auch jemand, der auch im Zentrum spielen kann. Hat für Sporting auch schon in der Vergangenheit auch mal hängende Spitze gespielt, ins Zentrum reingerückt, kann also beides, ist flexibel einsetzbar. Und man muss ehrlicherweise sagen, er verliert so ein bisschen an Effizienz, je mehr oder je tiefer der Gegner und geordneter der Gegner steht. Er ist am besten gegen Gegner, die ungeordnet sind, in Kontersituationen mit viel Wiese und Platz vor sich. Aber es ist ja auch im Idealfall das, was Schalke letztendlich sucht. Ja. Schalke sucht ja die Möglichkeiten, schnell umschalten zu können, wenn ein Gegner rausgerückt ist, den Gegner in die eigene Hälfte locken, Ball gewinnen und dann umschalten über schnelle Spieler. Bülter, der schon da ist, Cabral könnte dann einen Gegenpunkt auf der anderen Seite bilden. Weil er ist, ich finde, explosiv, durchaus technisch ordentlich im Dribbling, aber nicht herausragend, hat so seine Schwächen im ersten Kontakt. Der erste Kontakt ist manchmal ein bisschen schlampig und die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, da kann man auch drüber reden. Die letzte volle Saison bei Sporting mit vernünftigen Einsatzzeiten war die Saison 2020-21. Da hat er 24 Einsätze gehabt. Das war in Ordnung. Nur 6 davon in der Startelf. Okay, ja. 5 Tore gemacht und 4 vorbereitet. Hatte aber eine Erfolgsquote im Dribbling von fast 70%. Also knapp 70% seiner Dribblings waren erfolgreich bei 5 versuchten pro 90 Minuten und er ist in meinen Augen zumindest für die Position ein überdurchschnittlich guter Passspieler, vor allem was lange Pässe angeht. Man kann sich von ihm diverse Szenen angucken, wo er derjenige ist. Normalerweise würde man meinen, schneller, explosiver Spieler, das ist der Zielspieler für die Bälle in die Tiefe, ist aber auch jemand, der die Bälle selber spielen kann, der die Bälle selber in die Tiefe schlägt, der selber ein gutes Auge hat, gutes Timing, also kann sowohl kreieren als auch selber Zielspieler sein von Kontersituationen. Und ja, ich glaube, es ist einfach jemand, der viel, viel Potenzial hat, wo die Karriere Stand jetzt nicht so gelaufen ist, wie man es sich eigentlich erhofft hätte. Das ist ja, ne, one man's trash is another man's treasure. Also genau solche. Und wie gesagt, Sporting 53 Einsatzminuten. Ja. In der letzten Saison, in der Rückrunde auch schon verliehen gewesen. Ich glaube, die Tür dafür zu sagen, ey, wir lassen den gehen. Die geht auf. Ich dachte, dass er da spielt, ja. Die Tür, dass er spielt, die ist schon zu, glaube ich. Aber die Tür würde aufgehen für einen Wechsel. Und ich fände, das wäre ein spannender Spieler, weil er hat, wie gesagt, der hat Champions League Minuten, der hat mal bei Lazio gespielt und der hat tolle Anlagen und ich glaube einfach, er braucht eine neue Chance. Ja. Und ich glaube, es ist so auch die Art Spielertyp, die für Schalke dann auch das Potenzial hätte, jemand zu sein, der so ein bisschen Publikumslieblingsfaktor mitbringt. Weil er ist dribbelstark, er kann so ein paar Flair- und Aha-Momente besorgen, die auch so, weil also technische Brillanz ist ja jetzt in begrenzten Dosen vorhanden in dieser Mannschaft. Oder sagen wir mal, so Glanzmomente, wo jemand mal einen aussteigen lässt. Ja, das sind ganz so viele von. Und Cabral fände ich einfach eine sehr, sehr spannende Wahl. Wäre auch ein Risikotransfer, weil die muss natürlich die Frage stellen. Wie ist die Vertragssituation bei Cabral, weißt du das? Vertrag bis 2025, hat er jetzt im Sommer verlängert. Ja. Und ich glaube, einfach nur verlängert, weil er sonst aus der Not keine andere Option hatte. Mhm. Und ich glaube, die Zeichen stehen relativ günstig dafür, dass Sporting bereit wäre, zu verhandeln. Ja. Tatsächlich. Ja, finde ich eine sehr, sehr interessante Lösung. Sehr interessant. Vor allem, weil wir wissen alle, so Sporting Academy machst du im Zweifel wenig mit verkehrt. Die Jungs kommen da mit einer Ausbildung raus, einer grundlegenden Idee vom Fußball. Die müssen sich zumindest technisch nicht in der Bundesliga verstecken. Ich habe noch einen dazu, oder willst du noch was sagen? Nee, ist in Ordnung. Bei mir geht es nämlich relativ schnell jetzt. Ich hätte nämlich noch einen und trotzdem wird das ja nicht sein. Ich will ihn euch nur kurz vorstellen. Ich habe überlegt, was Schalke brauchen könnte. Und da habe ich jetzt weniger geguckt danach, wer passt dazu, was Thomas Reis spielen möchte, weil da gibt es nun mal einen Spieler, der prädestiniert für ihn ist und sehr genau weiß, was. Die kennen sich ganz gut. Die kennen sich ganz gut. Und der Name wird bei mir auch auftauchen gleich noch, denn er wird am Ende derjenige sein, der spielt. Nur eine Idee hatte ich. Und der Mann heißt Nikola Kristovic. Ja. Ist 22 Jahre alt, spielt bei Dunajská Streda. Wo ist das? Ist Slowakei. Okay. Ist der Top-Goalgetter. Ich will euch vorstellen, weil der Typ ist das absurdeste Strafraumgespenst, was ich in den letzten Jahren, in den letzten Monaten entdeckt habe. Und eben erschwinglich. Der neue Mintal. Es ist wirklich Wahnsinn. Du kannst
als Schalke 04 leider in dieser Saison eigentlich nichts mit ihm anfangen, weil er passt nicht dazu, was du spielen willst, weil der Mann taucht ab, wenn der Ball nicht um den gegnerischen 16er sich bewegt. Kein Interesse, habe ich nichts mit zu tun. Von daher, wie gesagt, zu vergessen für den Moment. Aber ich habe halt so ein bisschen geschaut, Werte schaffen war mein Stichwort. Und das macht man erstmal in der Offensive natürlich, am einfachsten, das ist kein Geheimnis. Und du musst halt gucken, was ist jetzt gerade erschwinglich. Der Mann steht bei 19 Toren nach 25 Einsätzen, 5 davon in der Conference League und der Conference League Qualifikation in 6 Einsätzen, also international. Hat in jeder seiner 3 Profisaisons über 13 Tore in der Liga gemacht, was ich schon für einen jungen Spieler absolut beachtlich finde. Ist sprunggewaltig, ist mit 1,85 groß genug, um Kopfballschirmer zu sein. Wenn ich ihm eine Rolle geben müsste und da so im FM-Bereich mich bewegen würde, dann wäre so eine, ja, du kannst ihn als Zielspieler benutzen, aber er will es eigentlich nicht. Ja. Also ein Zielspieler inkludiert ja auch, dass du den Ball festmachst und für deinen Mitspieler. Rücken zum Tor, ja. Genau. Er kann Bälle festmachen, er kann Bälle runterholen, er möchte aber nicht abspielen. Was er möchte, ist aufdrehen und abziehen. Nikola Krstovic ist ein Spieler, bei dem ich mir ganz, ganz große Fragen stelle, ob das athletisch überhaupt in die Bundesliga übertragbar wäre. Das sage ich ganz, ganz ehrlich. Mhm. Aber einfach mir hat dieser Mindset gefallen, einen Stürmer zu finden, der ehrlicherweise komplett aus der Zeit gefallen ist. Ja. Komplett aus der Zeit gefallen ist. Weil der spielt nicht mit, der macht nichts und dreht aus dem spitzesten Winkel auf und schließt ab. Er wird es nicht sein. Ich wollte ihn euch kurz vorstellen. Ich glaube, der Stürmer, der ja eh nicht gefordert ist, wird bei mir auch Sebastian Polter sein. Also du hast auch entschieden, du glaubst eher Polter als Terodde in der Rückrunde. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, weil man ist in einer Situation, wo es um nichts anderes mehr geht als den Klassenerhalt. Ja. Und die kennen sich. Polter war letzte Saison Stammspieler, hat die beste Saison seines Lebens gespielt unter Reis. Ich glaube auch, das wird ein Fund sein, letztendlich. Was ich sagen muss ist... Hast du hier noch einen Namen, über den du noch kurz reden willst? Einer, der mir einfallen würde, wäre Tobias Mohr zum Beispiel. Ja, genau, da gibt es nämlich ein paar. Also, Tobias Mohr ist nicht die Ideallösung, muss man ganz ehrlich so sagen. Uwe Jan sollte jetzt im neuen Jahr, wie sagt man das? Uwe Jan. Uwe Jan. Kommt zurück zu Beginn des Jahres, aber bringt dann auch Fragezeichen mit sich, auch was Tempo angeht vielleicht. Ja, Tempo. Das hat Mohr definitiv, aber er ist eben kein Linksverteidiger. Sein Onkel hat sich ja auch schon bei Facebook, glaube ich, schon mal lautstark darüber beschwert, dass sein Junge auf der falschen Position eingesetzt wird. Ja. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt in der Pausenzeit und bis zum Saisonstart, dass vielleicht genügend Zeit ist, um mit Mohr zu arbeiten, auch daran zu arbeiten, dass man ihn tauglich kriegt für die linke Abwehrseite. Ja. Weil rein von seinem Tempo her, von Willst seiner Möglichkeit, Bälle zu schlagen, passt er zu Reis und könnte da vielleicht in der Rückrunde auch dann positiv überraschen. Ich hätte noch, ich habe ihn auch da stehen aus genau den genannten Gründen, dass theoretisch ist es ein Skillset, was gut passt. Was stellt sich ja nachher? Letzte Saison war es, glaube ich, Suarez bei Bochum, der so ein bisschen die Rolle angenommen hat, dass er im ersten Moment des Umschaltens ein bisschen hochgeschoben hat und reingekommen ist. Also ein bisschen invers gespielt hat und hier zur Anspielstation wurde, 2 Kombinationen mit dem Mann, damit der rechte Flügel starten konnte. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Cedric Brunner in seiner Rolle bei Schalke sehr wichtig wird in der Rückrunde. Ja, und genau, wenn auch überhaupt in der Rolle, weil Brunner sehe ich zu 0% jemanden, der die Seitenlinie rauf und runter macht, der offensiv Action bringt, sondern jemand, der eher einrückt und im Spielaufbau sich beteiligt. Und Suarez war genau das. Der hat tatsächlich dann, wenn dieser Pass gespielt worden ist, chillen. Keinen Meter nach vorne gerückt, sondern da wird dann die defensive Stabilität gehalten und eher auf der anderen Seite, deswegen würde Mohr so gut passen, wird dann nachgeschoben. Das größte Rätsel steht für mich gar nicht auf dem Feld hier und das ist die Frage, wie man das rechtfertigen konnte, Kenan Karaman bei vorhandenem Spielermaterial Terodde und Polter mit einem Vertrag bis 2025 auszustatten. Das ist ein Rätsel. Das ist wirklich ein Rätsel. Das nehmen die Leute, die das entschieden haben, mit ins Grab. Wir wissen das nicht. Ja. Und wir müssen natürlich einen Satz sagen, Rodrigo Salazar würde bei uns beiden wahrscheinlich spielen. Ja, mit dem Spruch. Aber es gibt einfach keine Prognose gerade. Ich habe vor einer Woche oder sowas gelesen, Rückkehr unbekannt. Wir wissen es noch nicht. Genau. Wir nehmen das Video hier nicht mit ins Grab. Das habt ihr hoffentlich jetzt sehen können auf unserem Channel. Yes. Und damit sind wir durch mit dem Shopping-Guide für die Rückrunde von Schalke 04. Ein paar spannende Lösungen hier präsentiert worden. Hat Bock gemacht? Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann liked dieses Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal abonnieren und euch darauf einstellen, dass noch der ein oder andere Shopping-Guide im Idealfall kommen wird. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschö.